Ziele hat auch gesagt, so jetzt erstmal auskichern. Und am Ende ist nämlich auch so, dass wir gar nicht mehr aber du kannst, ist. Aber du kannst es ja schneiden, ne? Hm, genau. Ja. Ich lasse mal nur den Scheiß drin und das wird geschnitten. Okay. Also einmal auskichern. Okay. Herzlich willkommen zur 44. Folge des Kreativdepot Podcast. Heute feiern wir ein besonderes Ereignis, unser einjähriges Jubiläum. Ein Jahr voller Kreativität, inspirierender Gespräche und einer Menge Spaß liegt hinter uns. Vielen Dank an all unsere loyalen Hörerinnen und Hörer. Ihr seid der Grund, warum wir bei jeder Podcast-Aufnahme unser Bestes geben. Lasst uns gemeinsam auf noch mehr Jahre voller kreativer Energie und guter Laune anstoßen. Also schnappt euch euer Lieblingsgetränk und lasst uns die 44. Folge des Kreativdepot-Podcast rocken. Ganz genau. Denn heute wollen wir mal ein kleines Resümee starten oder auf Neudeutsch auch gesagt, ein Best-of. Denn ich habe einiges erlebt und ihr mit mir und davon möchte ich einfach ein bisschen erzählen, ein paar Anekdoten und vor allem ein paar nette Ausschnitte aus diesen 44 Folgen und ein Jahr ausgestanzt und ausgefragt. Ich freue mich drauf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Es ist doch schon Wahnsinn, wie schnell so ein Jahr vergehen kann, oder? Es fühlt sich nämlich gar nicht so lange an. Und alle, die Kinder haben, sehen es ja daran, wie schnell die Zeit vergehen kann. Ich sehe es aber auch unter anderem an solchen Projekten wie diesem hier, dem Podcast von Kreativdepot, ausgestanzt und ausgefragt. Vor etwas über einem Jahr sprach mich Marion darauf an, ob ich nicht Lust hätte, einen Podcast für sie zu machen. Es kam mir irgendwie bekannt vor, denn wir müssen noch weiter zurückspulen. Im Jahre 2018 hatte Marion schon mal die Idee, einen Podcast ins Leben zu rufen. Und die Aufnahmen hat sie damals auch selber gemacht. Herzlich willkommen beim ersten Podcast von Kreativdepot. Ich bin Marion und ich freue mich, dass ihr mit uns zu Gast bei Annika Flebbe seid. Ja. So fing 2018 alles an. Marion hatte sich ein Aufnahmegerät besorgt und fuhr damit los und hatte erste Aufnahmen gemacht. Und ich war damals für den Schnitt zuständig. Warum der Schnitt wichtig ist, auch in einem Podcast? Ich hätte hier ein kleines Beispiel. Mal gucken, ob ihr was versteht oder was raushören könnt. Ich will es wahrscheinlich zweimal machen, dann kriegt meine Mutter eine mit ihrem Namen, mein Papa eine mit seinem Namen. Hui, da bin ich nicht verwendet. Ja. Für 90 Euro, das ist für jeden 80 Euro. Ja. Na, konntet ihr dem Gespräch folgen? Also ich hatte so meine Schwierigkeiten, trotz Kopfhörer auf. Sowas fliegt dann natürlich raus. Das nennt man dann auch Outtake. Von solchen sogenannten Outtakes hören wir nachher noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal zurück zur Geschichte. Und zwar sprach mich, wie gesagt, vor etwas über einem Jahr Marion an, ob ich nicht Lust hätte, den Podcast wieder aufleben zu lassen. Ich dachte so, ja, klar, gern. Du nimmst wieder auf und ich schneide dir das. Nein, sagte sie, ich will dich als Moderator haben. Und ich, wie, was? Ich? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung vom Basteln. Eben, sagte Marion, du, als Mann auch noch, du stellst die Fragen wenigstens ehrlich und ernst gemeint. Was ist das? Was macht man damit? Ich fand die Idee irgendwie cool und dachte mir, okay, doch, das machen wir. Und so werde ich wenigstens auch ein kleiner Teil von Kreativdepot. Wie der Start klang, also wie ich in Folge 1 angefangen habe, das hören wir uns doch nochmal einmal ganz kurz an. Ich bin der Piet und um es gleich vorweg zu sagen, ich habe vom Basteln überhaupt keine Ahnung. Und vielleicht packt mich ja auch nochmal die Bastelwut. Alter, wenn ich das schaffe, ne? Wer weiß. Dann mache ich echt so ein High Five. Das ist, nee. Und eine Folge später saß ich das erste Mal vor einer Big Shot, die ich bis zu diesem Zeitpunkt noch Stanzmaschine nannte. Und musste, kann man schon fast sagen, das erste Mal damit arbeiten. Jetzt bastel ich ja doch. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ich dachte, ich moderiere einfach nur so ein bisschen. Nee, mein Freund. Und du hast dich schon gefreut. Du machst einen High Five, wenn du mich zum Basteln bringst. Ja, klappt auch super. Ihr seht nicht sein Strahlen dabei. Das ist so geil. Es macht gerade tatsächlich Spaß. Ich muss es wirklich so sagen, wie es ist. Und dann hast du deine erste Box fertig gebastelt. Ich habe heute eine
Box gestanzt. Ohne Scheiß. Ich habe eine Wassermelone getragen. Von Folge 1 bis Folge 10 hat mich Jazz nicht nur begleitet, sondern besonders auch unterrichtet. Sie hat mir alle Basics beigebracht. Über die Stanzen, über die Big Shot, über Stempel und Stempelfarben, über Pasten und. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und vor allem habe ich ganz, ganz viel lernen können. Aber wir hatten auch immer ein lockeres Gespräch dabei. Soll ich das eben machen? Du hast ja ein bisschen, ja, hier ein bisschen gehandicapt. Ich hier. Bin ja noch gehandicapt. Da wollte ich noch erzählen. Wir haben ja eine Woche ausgesetzt. Und in dieser Woche bin ich operiert worden am Finger. Und obwohl es nur der kleine Finger war, musste ich nackt im Netzschlüpfer und in diesem schönen OP-Kittel auf dem Tisch liegen. Ja, logisch. Ja, es ging doch nur um den Finger. Ja, aber wenn dir irgendwas passiert, müssen wir ja trotzdem schnell an dich ran. Ach so. Ja, aber ich dachte nur so, du, es geht nur um den Finger. Du, ich bin schon 18 Mal operiert worden. Ich kenne mich aus, du. Ich kenne schon fast mit dem OP stehende. Die sagen dann auch nur, ach Mensch, Jess, grüß dich, du ja, wieder. Ja, richtig, hi. Moin. Nach der 10. Folge musste sich Jess aber leider verabschieden. Denn aus zeitlichen Gründen schaffte sie es einfach nicht mehr, mir noch Sachen zu zeigen oder beizubringen. Fortan traf ich mich also dann mit Carmen. Und mit Carmen war es, ich sag mal, anders. Denn wir haben erstmal die Produkte besprochen, die ihr in den Lagerfeen-Schnack auf YouTube zum Beispiel sehen könnt. Und haben dann versucht, daraus irgendwas Schönes zu basteln. Schon nach relativ kurzer Zeit war es schon soweit, dass Carmen mir sogar nur noch die Sachen hingelegt hat und gesagt hat, such dir was aus, du machst das schon. Und sie hatte recht, denn bei mir sprudelte die Kreativität. Ich hatte sofort eine Idee, eine Karte oder ähnliches draus zu basteln. Und das hat echt viel Spaß gemacht und wir haben viel Schönes zusammen gebastelt. Und nebenbei auch immer einen lustigen Dialog gehabt. Ganz klar? Ja, alles gut. Okay. Nur unter den Tisch. Komm jetzt wieder hoch. Bin wieder da. Nicht so einfach, ne? Nee, ich bin auch kein junges Fohlen mehr. Ich würde sagen, Nachtkraftwagen. Ich war nämlich auch als Kind schon immer ein Nachtkraftwagen-Fahrer. Okay. Ich wollte immer LKW-Fahrer werden. Wir hatten immer eine Menge Spaß zusammen. Aber wir mussten uns beeilen, denn im Regelfall haben Carmen und ich uns immer dienstags abends getroffen. Ich kam direkt von der Arbeit zu ihr, wir haben sofort mit dem Basteln angefangen und dabei den Podcast aufgenommen. Direkt im Anschluss hatte Carmen aber immer ihr Zoom-Basteln. Deswegen mussten wir uns also ein bisschen sputen und konnten nicht zu viel quatschen. Aber irgendwann sagte Carmen, Mensch Piet, das wäre so toll, wenn du einfach mal sitzen bleibst und dabei bist beim Zoom-Basteln. Den Mädels würdest du auf jeden Fall eine mega Freude im Zoom-Basteln machen. Christiane wurde darüber unterrichtet, denn sie ist so der Host quasi. Sie managt die Termine und sie ist auch als Moderatorin im Zoom-Basteln immer mit dabei. Und Christiane freute sich mega, als es soweit war. Mädels, für mich, jeder, der mich jetzt schon seit Monaten kennt, weiß, dass für mich jetzt ein Traum wahr wird. Weil was wünsche ich mir eigentlich immer, was wir mal beim Basteln dabei haben? Was wünsche ich mir immer? Und heute machen wir Spaß. Wir können sagen, unser Podcast Piet ist da und spricht. Wir sind ein Teil vom Podcast mit dabei. Piet, du kannst dich jetzt zeigen. Wo bist du? Tada. Nach unten. So. Mädels, ist das nicht mal eine Überraschung? Ja, sehr cool. Sehr cool. Aber hallo, was? Und wir haben es wirklich geheim gehalten. Ich hätte gerne schon 20 Mal geteasert, aber bei mir. Ich kann auch nicht sagen, wie aufgeregt ich vorhin schon war. Ich lief hier schon rum und dachte, oh, bitte, 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 lass diese Überraschung heute gelingen. Also wirklich, für mich wird ein Traum mit wahr. Ich habe endlich einen Mann beim Basteln im Zoom mit dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, also heute haben wir diese neue Situation, auch für mich. Mädels, aber jetzt habt ihr die einmalige Gelegenheit, eine Fragerunde mit Piet zu machen.
Was möchtet ihr ihn fragen? Weil ihr hört ihn ja, wie er bastelt. Ich hatte ja schon so Kommentare wie, toll, was die Mädels alle ihm beigebracht haben. Aber Piet, dass du so durchhältst und dass dich da immer so gut schlägst, das finden auch alle ganz toll. Mädels, was wollt ihr ihn fragen? Licht mal los, jetzt seid nicht so schüchtern. Wir haben die Gelegenheit. Eine der Fragen war natürlich, wie ich zum Basteln gekommen bin. Gut, die Frage habe ich ja schon eingangs beantwortet, denn zum Basteln bin ich durch diesen Podcast gekommen. Ich habe als absoluter Nichtskönner angefangen und jetzt in Folge 44 kann ich euch sagen, ich habe eine eigene kleine Bastelecke, ich habe zu Weihnachten eine Big Shot bekommen und das erste Equipment steht auch schon in den Regalen. Also es geht langsam los. Das hier auf jeden Fall, was wir eben gehört haben, war in Folge 16. Das erste Mal, dass ich beim Zoom-Basteln dabei war und es war eine riesen Überraschung für alle Teilnehmenden. Aber 20 Folgen später sollte sich das wiederholen. Denn Carmen und ich wollten endlich mal wieder zusammen basteln. Carmen hatte eine Zeit lang Urlaub und ist auch in der Zeit umgezogen. Und wir wollten uns treffen, aber das Wetter kam dazwischen. Denn wir bekamen einen abrupten Wintereinbruch mit Blitzeis und allem Möglichen. Das wollten wir nicht riskieren, dass ich 20 Kilometer fahre und womöglich verunglücke oder zumindest einen Unfall habe, nur um den Podcast aufzunehmen. Also wollten wir uns über Zoom treffen. Und dann fiel Carmen ein, dass sie ein paar Stunden später sogar ein Zoom-Basteln hat, ob ich nicht sonst da dabei sein möchte. Und dabei kam mir dann die glorreiche Idee, Mensch, das ist es. Ich will daraus eine ganze Folge machen, damit ihr, liebe Hörer, wiederum mal Ohrenzeuge davon werdet, wie so ein Zoom-Basteln eigentlich abläuft und vielleicht auch Lust habt, mal beim Zoom-Basteln dabei zu sein. Piet wird jetzt tatsächlich, und das hat er mir schon verraten, genauso das einläuten, wie ihr das hört, wenn er aufzeichnet mit Carmen. Genau. Wenn der Teil fertig ist, dann gehen wir zu unserem Mini-Adventskalender. Genau. So. Okay, also 3, 2, 1. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe, zu Folge 36 unseres Podcasts, Ausgestanzt und Ausgefragt. Und dann haben wir gebastelt. Und es war wirklich wieder mal toll. Also ich war in diesem Fall tatsächlich nur Zuschauer, denn ich hatte kein Material dabei und zu dem Zeitpunkt auch noch nicht meine Bastelecke. Aber das Besondere war noch, als ich dann mit meiner Aufzeichnung fertig war, also mein Material für den Podcast fertig hatte und die Verabschiedung fertig hatte, bin ich dann auch kurz darauf gegangen aus dem Zoom. Hab mich von einem verabschiedet, aber Christiane hat weiter aufgezeichnet. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, was danach noch gesprochen wurde. Meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr hier im Zoom dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Folge. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank. Tschüssi. So, das war das Outro und auch nochmal an euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die hier beim Podcast mit eingesprochen haben. Ich bastle uns eine richtig schöne Folge draus. Ja, also keine Sorge, das Basteln und eure Nachfragen, das schneide ich natürlich raus. Es geht wirklich nur um die Fragen und Antworten. Und das kann er unheimlich gut, was der schon alles rausgeschnippelt hat. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ah. Ja, es liegt mir irgendwie. Ja. Also ich kann nicht nur mit Papier schneiden, ich kann auch mit Audio gut schneiden. Ja. Sehr gut. Das kannst du. Schön, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend und weiterhin viel Glück und viel Erfolg beim schönen Basteln. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ach, herrlich, ne? Mal was anderes wieder, oder? So schön. Schon zum zweiten Mal Piet dabei. Ja. Cool. Das könnt ihr beibehalten, jedes Mal, wenn ich dabei bin. Dann fehlt er mal nur noch das Live, ne? Also wenn wir uns live treffen, muss er mal mit dabei sein. Ja, irgendwann bringe ich ihn mit, ne? Ich denke auch. So langsam könnte er jetzt ja auch bitte mal Workshops vor Ort geben, ne? Ja, finde ich auch. Genau. Für die Männers. Die Frauen gehen in der Zeit shoppen und die Männers machen dann den Workshop. Genau. Auch eine gute Idee. Ah, wird witzig. Workshop. Workshop. Von allen Seiten höre ich immer, du musst auch mal einen Workshop machen.
Okay, ja, ich hab's verstanden. Vielleicht kriegen wir da auch mal irgendwann was auf die Beine gestellt, dass ich meinen eigenen Workshop mache. Vielleicht nur für Männer? Wir überlegen uns da noch was. Auf jeden Fall, sich das jetzt hier aus dem Zoom nochmal im Nachhinein anzuhören, ist, ja, ist Zucker. Das geht runter wie Öl. Jetzt aber gehen wir nochmal 2 Folgen zurück in Folge 34, denn da hatten wir auch ein Jubiläum. 8 Jahre Kreativdepot. Und die Folge haben wir damit geschmückt, dass ich ein Interview mit Iris und Marion mache und die beiden einfach nochmal die Entstehungsgeschichte erzählen. Das Besondere dabei war noch, dass wir Sprachnachrichten von vielen Mitarbeiterinnen gehört haben, die ihr im Podcast direkt hört. Also die habe ich direkt reingeschnitten. Jetzt möchte ich euch aber die ungeschnittene, also die Live-Version, sag ich mal, vorspielen, als Ina ihre Sprachnachricht geschickt hat. So hört ihr mal die ungeschnittene Fassung und vor allem die Reaktionen von Iris und Marion. Och, einfach Zucker. So, mal gucken. Es sind hier 3 Versuche. Mehrere wurden auch schon gelöscht, also es waren eigentlich mal 6 Versuche. Die liebe Ina. Hallo, ich bin Ina und seit 2018 arbeite ich als Lagerfee beim Kreativdepot. Marion hat mich 3-mal gefragt und ich muss gestehen, ich habe immer wieder überlegt und beim 3. Mal habe ich dann gedacht, wenn ich jetzt Nein sage, komme ich nie zum Kreativdepot. Und was soll ich sagen? Ich bereue es nicht. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil gerade Marion und Iris wirklich Menschen sind, die ein riesengroßes Herz haben, die immer für einen da sind, die ein offenes Ohr haben und einfach großartig sind. Ja, da mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ja, was kann ich denn jetzt noch sagen? Ich bin raus. Oh, wie süß. Nächste. Wir haben ein tolles Team. Wir haben großartige Menschen, die ich täglich um mich rum habe, die für mich wie eine zweite Familie sind, auf die ich mich verlassen kann, die einem zuhören, die für einen da sind. Und unter anderem machen Iris und Marion tolle Sachen. Wir lernen viele neue Menschen kennen, überall auf den Workshops. Und ich hoffe, dass die beiden noch weitermachen und dass ich sie noch begleiten darf. Und in diesem Sinne, Happy Birthday zum 8. Geburtstag. Ich wünsche euch alles Liebe und bleibt auf alle Fälle so, wie ihr seid. Vielen Dank. Und dann Cola-Tränchen dabei war. Ich schneide auch schon gerade wieder zu. Ne? Ach, einfach süß. Und Ina muss man einfach lieb haben. Das ist einfach so. Mit Ina mache ich ja jetzt seit längerem die aktuellsten Folgen. Aber sie war auch schon immer wieder bei Carmen mit dabei. So zum Beispiel war ich der Hahn im Korb in Folge 20. Denn neben Carmen und Ina war auch noch extra aus Berlin Christiane angereist. So hatten wir eine besondere Konstellation, aber vor allem, ich musste ganz schön viel Gekicher rausschneiden, nicht wahr, Mädels? Ja! Und da es die 20. Folge war, also die 10. Folge mit Carmen zusammen, war jetzt klar, dass ich kein blutiger Anfänger mehr bin. Wir hören mal ganz kurz noch mal rein. Ja, das ist total harmonisch. Richtig, richtig schön. Und auf der Rückseite sind dann nochmal Punkte. Finde ich auch wie richtig. Blubberbläschen. Oder wie, ne? Ja, Pastell, genau. Oder Blubberbläschen. Hier, der Profi wieder auf der anderen Seite. Ich bin kein Profi. Für mich total ungewohnt, ne? Sonst im Zoom, da war Piet zu Besuch. Jetzt bin ich zu Besuch hier. Ja, genau. Jetzt haben wir mal die Rollen getauscht. Ja. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Runde. Wir hatten eine ganze Menge Spaß und wir haben auch zusammen gebastelt. Und Christiane kam auch auf ihre Kosten. Genau. Ja, das macht auch Spaß. Ja, aber da... Also, ich wurde heute so viel hier bekrabbelt. Das ist so schön. Ich habe den perfekten Platz hier am Tisch. Ich bin's übrigens nicht. Ich sitze auf einer anderen Tisch. Wollte ich nur mal einmal auf. Und du bist auch gerade mit dem Stempelkissen am Experimentieren. Das ist nachher als Piet, was machst du da? Kommen wir aber nochmal zurück zu Ina. Seit einigen Folgen treffe ich mich ja regelmäßig mit ihr, bin immer wieder im Shop und lasse mir von ihr und Carina zeigen, was sie so alles neu gestaltet haben und wie sie die Workshop-Räume umgestalten. Oder habe mich ja in Videodreh versucht. Oder ich besuche Ina auch mal zu Hause und wir basteln zusammen. Aber eine Besonderheit war die Folge, die Heiligabend rauskam. Folge 39. Zusammen mit Anja wollten Ina und ich
einfach ein bisschen basteln. Eigentlich. Aber es regnete rein. Und zwar nicht gerade wenig. Kannst du noch mal kurz das Tropfen auf die Elektrik? Shit, wir hatten das letztens schon mal. Entschuldigung, dass ich euch doch wieder unterbrechen muss. Oh, hier auch. Oh nein. Nimm mal wieder hier. Oh nein. Mach mal ein Foto. Ja, oh, aber in die Elektrik, das ist Mist. Und da auch. Ja. Aber das war doch vorhin noch nicht. Nee, ich glaube, es regnet. Richtig. Es fing an zu regnen. Und zwar kurz, aber heftig. Ja, und kurz vorher, also am Vormittag oder Tag zuvor, war der Dachdecker genau auf diesem Dach zugange. Aber hat anscheinend seine Arbeit nicht oder nicht richtig zu Ende gebracht. Nun lief also ungelogen das Wasser in Strömen an der Wand herunter, direkt an einer kleinen Lampe vorbei und direkt auf Lichtschalter. Und das Wasser stand teilweise ja, so 3-4 cm hoch auf dem Boden. Also waren wir damit beschäftigt, jetzt erstmal das Wasser aufzuwischen. Es war also richtig Action im Raum, jedoch nicht mit Basteln. Denn eigentlich war ich ja nur zum Aufnehmen der Podcast-Folge da. Im Schnitt brauchen wir für so eine Folge an Aufzeichnungsmaterial so ja, Dreiviertelstunde bis Stunde. In diesem Fall war ich aber 3 Stunden da. Einer der Gründe davon war natürlich, das Wasser aufzuwischen. Was habe ich noch nicht gesehen? Kommt dir nie wieder her, das muss man nie mehr im Lager haben. Oder wieder bei dir zu Hause. Ja, okay, ich räume auch auf. Das ist einfacher als das hier. Ja. Wir waren nur noch am Wischen. Und wir mussten sogar den Trockner anschmeißen, um Handtücher wieder zu trocknen, damit wir wieder frische trockene Tücher zum Neuaufwischen hatten. Also, es war gut zu tun. Als wenn das alles aber noch nicht reicht, wurden wir auch bei den Aufzeichnungen immer und immer und immer wieder unterbrochen, weil immer irgendwas dazwischen kam. Ach, hört doch einfach selber. Ja, wie lange seid ihr noch hier? Halbe Stunde. Ja. Wenn der jetzt gleich herkommt, ja. Der braucht ein bisschen länger wahrscheinlich. Sonst kann er die Tür zuziehen und oder Schlüssel zumindest halt mal. Also die. Und dann irgendwann nochmal. Dann stempelt noch her. Hast du das ausgeschaltet, Peter? Ja, wir haben jetzt einfach der Reihe nach. In meinem Zimmer habe ich jetzt keinen Strom mehr. Oh. Der Computer ist abgestürzt. Oh. Und nochmal. Hallo. Das ist echt cool. Ich war bei Wiebusch. Mein Sohn ist ein Elektroauto. Dann müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen pausieren. Das muckt wie. Ist ja nicht schlimm, du. Genau. Wir waren alle zeitlich ungebunden. Und vor allem, ich kann ja alles schneiden. Apropos schneiden. Und damit kommen wir jetzt zu den Outtakes und auch der Arbeit des Schnittes. Denn man mag es kaum glauben, aber natürlich muss auch mal hier oder da was geschnitten werden. Zu lange Denkpausen oder zum Beispiel sowas hier. Oder natürlich sowas. Den gebe ich dir mal wieder. Falsche Schublade. Kurzum, ich schneide also das alles raus, was irrelevant ist für einen fertigen Podcast. Lange Denkpausen, lange Bastelpausen, wo man wirklich nur Geräusche hört und nichts passiert. Oder Gespräche, wo man viel zu sehr vom Thema abschweift und gar nicht mehr sich aufs Basteln konzentriert. Versprecher oder. Vieles davon hebe ich mir aber auf. Für den Fall, dass man es irgendwann gebrauchen kann. Zum Beispiel zum Einjährigen. Ach ja, das haben wir ja jetzt. Also wünsche ich euch jetzt gute Unterhaltung mit einer kleinen Auswahl an sogenannten Outtakes. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Wünschen wir euch auch, ja, warte, nee, das musst du rausschneiden. Wünsche ich euch auch.
glaube, die Geruselgeräusche nehme ich fürs Intro. Ja, gute Idee. Raschel, wobei raschel, klapper, Fall, raschel. So, da ist die Tür wieder zugefallen. Jetzt lasse ich sie aber rein. Jetzt ist die Ina da. Die Stiftehalterbox, um das mal eben kurz zu erwähnen. Die kommt mir bekannt vor. Wir warten mal. Ja. Willst du was trinken, Ina? Wasser. Hallo. Seid ihr mittendrin? Mhm. Oh. Ja, ich kann es ja schneiden. Ich hole mir mal einen Stuhl. Leni hat keinen Stuhl. Okay. Leni hat einen Stuhl. Das ist doch ein Ding. Was? Ja, wo ist das? Die fliegt wohl da drin, dass sie nicht aus. So, Ina hat Stuhlgang. Ja. Also Ina geht mit einem Stuhl. Arbeitet bitte mit. Was ihr jetzt schon wieder denkt. Oh nein. Ist sie fertig? Ja, ich habe sie fertig gekriegt. Was man zum Beispiel noch machen kann, man kann auch mit den Oxyden ein bisschen auf den Acrylblock zum Beispiel halt tun. Okay. Und ein bisschen mit Wasser rumsauen. Das musst du jetzt schneiden, weil ich nicht weiß, ob das wirklich funktioniert. Das okay. Habe ich noch nie gemacht. Ich versuche es mal kurz einmal vorher. Okay. Okay, geht doch nicht. Gut, müssen wir rausschneiden. Schneiden. Okay. Schnitt. Wie gesagt, das sind halt so die Unterschiede. Du kannst mit beiden das machen. Also praktisch müssen wir ein bisschen erklären. Okay. Also pass auf. Ja, ich wusste schon, warum ich diese ganzen Outtakes aufbewahre. Irgendwann, dachte ich mir, wird die Gelegenheit kommen, wo ich sie mal zeigen darf. Ja, und die ist jetzt gerade gewesen. Kommen wir, bevor wir langsam aber sicher zum Ende kommen, nochmal zu meiner geliebten Schwester Marion. Zum einen, ich liebe sie abgöttisch, das ist so. Und zum anderen, ich bin unfassbar stolz, was sie und Iris da aufgebaut haben. Mit Kreativdepot haben sie nicht nur eine tolle Firma aufgebaut, sie haben ein unfassbar tolles Team um sich herum und eine sagenhafte Community. Und ich habe mit Marion immer meinen Spaß. So zum Beispiel in der allerersten Folge. Dort sollte sie sich eigentlich nur mal ganz kurz vorstellen. Ich war aber so schlau und habe das Mikrofon schon einen Augenblick früher angemacht. Hören wir doch mal einmal ganz kurz rein, was ihr in Folge 1 nicht gehört habt. Das kommt als Outtake an. Ah, das kann ehrlich werden. Mhm. Ja, stell dich einfach mal kurz vor. Oh nee. Und was machst du hier? Nein. Doch. Nee, nicht so. Warum nicht? Ach, weiß ich auch nicht, finde ich ja doof zu sagen. Ich bin Marion, ich bin 47 Jahre alt und ich habe hier nie ein Depot gegründet. Tada! Und schon hat sie es doch gesagt. Auf jeden Fall liebe ich Marions Lachen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, entweder sie kurz ans Mikrofon zu bekommen oder sogar eine ganze Folge mit ihr aufzunehmen. So zum Beispiel im Sommer 23. Denn dort waren wir, Marion, ich und Ina, bei Marion zu Hause und haben über die Siegelliebe gesprochen. Um die Mikrofone richtig einstellen zu können, sollte Marion einmal ganz kurz ins Mikrofon sprechen. Ich liebe solche Situationen. Deswegen hört er sie jetzt nochmal. Der ganze September ist schon wieder voll. Machst du einmal Hallo, Hallo? Weißt du, was ich Hallo. Weißt du, was ich erschreckend hallo, finde? Hallo, 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 hallo. Dass wir überhaupt schon September haben. Ja, finde ich auch. Der August ist auch schon wieder um. So, wo wir dabei sind, dass wir überhaupt schon 2023 haben. Ja. Nochmal bitte. Erde an Piet. Ja, ich glaube, damit können wir arbeiten. Hallo. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nichts durchwische. Nein, liebe Ina, jetzt bitte nichts mit durcheinander bringen. Wir sind ja auch schon fast am Ende. Eine Situation möchte ich euch noch zeigen aus der Jubiläumsausgabe, also 8 Jahre Kreativdepot. Mein Laptop ging aus, Marions Laptop lief nicht richtig und so saßen wir statt vor 3 nur noch vor einem Mikrofon und wollten jetzt eigentlich auch nur noch einen passenden Abschlusssatz finden, was sich aber irgendwie schwieriger gestaltete, als wir gedacht haben. Mein Laptop hat Feierabend gemacht. Oh.
Wir haben aber auch eine Stunde 15. Also genug Material. Na dann, brauchen wir noch einen Abschlusssatz? Ja, von mir aus sehr gern auf jeden Fall. Ansonsten? Ich weiß nichts, ich habe keinen Abschlusssatz. Toll, fragst danach und dann lässt du uns hier sitzen. Ja, dann würde ich sagen, weil Marians Mikrofon ja sowieso jetzt tot ist. Nee. Ihres ist tot. Ich höre mich ja eh nicht gern reden, also bin ich raus. Ja, man hört dich hier noch mit. Ich habe ja mein eigenes. Das kannst du ja gleich alles irgendwie schneiden. So. Eigentlich sollte man schon einen coolen Abschluss haben, so à la Juhu, wir freuen uns auf. Aber ich bin nur so schlecht vorbereitet, ich habe gar nichts. Also eigentlich freue ich mich. Ein Klassiker auf die nächste Nacht. Haben wir schon gesagt. Okay. Dann weiß ich es nicht. Da kann ich nur sagen, also wenn du es nicht weißt und ich es nicht weiß, wer weiß es dann? Nun gut, auf jeden Fall, ich habe immer eine Menge Spaß und ich werde immer herzlichst empfangen, wenn ich nach Assel komme. Denn es ist einfach ein großartiges Team. Und für alle, die die Möglichkeit haben, nach Assel zum Workshop zu kommen, denkt ein bisschen an mich. Denn die ganzen Lampen, die dort hängen, vor allem diese großen an den Tischen, die habe ich euch dahin gehängt. Nun möchte ich euch noch einen kleinen Kniff zeigen, was es bedeutet, im Schnitt zu sitzen. Denn manchmal hilft es auch, wenn man so kleine Versprecher versucht zumindest rauszuradieren. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber manchmal klappt es auch sehr gut. Hier ist ein Beispiel von Jess in Folge 1. Sie war sich nicht ganz sicher, wer jetzt gerade beim Papier zuständig ist und verwechselte im ersten Moment die Namen. Und ich zeige euch jetzt mal Version 1 und Version 2 direkt hintereinander. Der macht dann jemand anders. Zum Beispiel in Lager 1 ist es halt meistens Nina und Silke. Nein, Nina und Antje. Der macht dann jemand anders. Zum Beispiel in Lager 1 ist es halt meistens Nina und Antje. Ich hätte natürlich die Originalversion so lassen können. Ich habe es einfach mal ausprobiert und auch durch das Papierrascheln im Hintergrund hört man diesen Schnitt so gut wie gar nicht raus. Was ich auch gerne mal mache, nicht immer, aber regelmäßig, ist ein akustisches Zeichen zu geben, denn ich nehme mit zwei verschiedenen Geräten auf. Einmal mit einem Studiomikrofon über Laptop und einmal mit meinem Aufnahmegerät. Und damit ich im Schnitt dann diese beiden Spuren synchron übereinander legen kann, dass es also auch sich einheitlich anhört, muss ich mal irgendwas Akustisches machen, was schön deutlich sichtbar ist, um diese Spuren dann übereinander legen zu können. Das klingt dann zum Beispiel so. Damit das jetzt schön synchron ist, mache ich jetzt Folgendes. Okay. Nee. So. Ah, okay. Dann sehe ich am Ausschlag, wie ich sie übereinander legen muss und schon sind sie synchron. Aha. Was auch gehen würde, ist... Okay. Gut. Klappe die erste. Und nun klappe die letzte. Denn last but not least möchte ich noch über die liebe Younes sprechen. Younes kennt ihr ja aus den Intros und Outros aller Folgen, also am Anfang und am Ende hört ihr sie immer. Und momentan ist sie zwar in Elternzeit, aber sie hat sich die Zeit genommen, die heutige Ausgabe noch einzusprechen. Der Ablauf ist folgender, denn Younes ist meine Ansprechpartnerin Nummer 1. Ich nehme montags oder dienstags die Folgen auf, mittwochs schneide ich sie dann soweit und lade sie dann in unserer Cloud hoch. Younes hört sich die Folge dann in Gänze an, um daraus einen schönen Intro-Text zu gestalten und einzusprechen. Manchmal bin ich aber im Schnitt noch nicht ganz fertig geworden und musste dann einen Lückenfüller nutzen. Um es Younes wenigstens ein bisschen unterhaltsam zu gestalten, war meiner Kreativität dort keinerlei Grenzen gesetzt und ich wollte sie ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Also sind meine Lückenfüller immer ein bisschen anders geworden. Zum Beispiel so. Mhm. Und emboss das, weil das passt immer. Ja. Bleiben Sie dran. Dies ist nur ein Lückenfüller. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Dies ist nur ein Lückenfüller. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Dies ist nur ein... Da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen drauf verlassen, muss ich gestehen, dass du sagst. Und damit es nicht langweilig wird, vielleicht auch mal so... Dies ist ein Lückenfüller. 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 Lückenfüller.
Genau. Und auch für die Intros brauchte ich sowas. Denn solange Eunice die Intros noch nicht eingesprochen und hochgeladen hatte, musste ja irgendwie in mein Programm zumindest ein Platzhalter rein. Und auch da war meiner Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Das sind Dinge, die ihr als Hörer des Podcastes nie hört. Deswegen möchte ich mein persönliches Best-of zeigen, meine Platzhalter, die ich Eunice quasi gewidmet hat, kann man schon fast sagen, um die Intros irgendwie zu überbrücken. Ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und wir starten mit Platz 4. So, Freunde, ab geht's, 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 geht's. Seid einmal frei sein, aber dabei sein. Heute hier gewinne, 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 gewinne. Hier im Podcast. Ausgestanzt und ausgefragt. Und ab geht's, 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 geht's. Platz 3. Gib mir ein E. E. Gib mir ein U. U. Gib mir ein N. N. Gib mir ein I. I. Gib mir ein C. C. Gib mir ein E. E. Und was heißt das? Eunice, 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 Eunice. Platz 2. Herzlich willkommen bei Time Life Music. Wir präsentieren Ihnen heute The Very Very Best of Eunice. Die 6-fach-CD-Box können Sie jetzt bei uns käuflich erwerben. Darauf sind enthalten Mega-Hits wie zum Beispiel Herzlich willkommen zur vierten Folge des Kreativdepot-Podcasts. Oder natürlich Urwürmer wie das hier. Um was genau es sich dabei handelt, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Und selbstverständlich der absolute Mega-Hit, der international 12-mal in die Charts kam, nämlich Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bestellen Sie jetzt! Diese CD-Box mit insgesamt 6 CDs bekommen Sie nicht für 100 Mark, nicht für 90 Mark, nein, für 89 Mark 99. Timelife präsentiert The Very Very Best of Eunice. Platz 1. Eunice, die aktuelle Folge steht jetzt bereit. Eunice, darum ist jetzt auch endlich mal die Zeit. Ich dank dir dafür, die schöne Zeit hier. Auf dich trink ich jetzt ein kaltes Bier. Eunice, hör gut zu, we love you. Eunice, oh Eunice, du bist unser Sunshine in the rain. Eunice, darum kann es nicht ohne dich weitergehen. Die Intros sind toll, das freut mich echt voll. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Eunice, das war mein Toast, ich sag Prost. Solche Sachen machen mir einfach besonders viel Spaß, wenn ich ein bisschen noch, ja, Freude bringen kann und einfach an meinem Programm hier ein bisschen rumspielen und rumbasteln kann. Einen besonderen Song, eigentlich mein persönlicher Platz 1, habe ich hier heute jetzt aber ausgelassen. Denn sonst bin ich gleich wieder hier am Zwiebeln schneiden. Das möchte ich nicht. Ich habe ja noch einen Song für Eunice und über Eunice gemacht, den ihr auch hören könnt. Wenn ihr das noch möchtet, dann macht das gerne. Und zwar Folge 37. Dort ist es das Outro. Denn da habe ich aus dem Song Hurt von Johnny Cash Eunice gemacht. Das war nämlich der Zeitpunkt, als sie in Elternzeit ging.
Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ein Jahr und 44 Folgen. Wahnsinn. Warum eigentlich 44? Naja, wir hatten ein paar Pausen eingelegt. Es gab eine Sommerpause, es gab eine Herbstpause, es gab eine Winterpause und zwischendurch habe ich mir dann ja auch nochmal den Finger komplett zerstört, der operiert werden musste. Da gab es auch nochmal eine Woche Pause. Sonst wären es natürlich logischerweise 52 Folgen. Fest steht, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichst bedanken bei Jess, die mir in den ersten 10 Folgen alles Wichtige beigebracht und gezeigt hat, an Carmen, mit der ich sehr viel Spaß hatte und sehr viel Tolles zusammen gebastelt habe, an Ina, an Anja und natürlich besonders an Marion und Iris, die mir überhaupt diese Möglichkeit und diese Plattform geboten haben. Und alle, die dazugehören, Christiane, Younes und ganz besonders natürlich ihr, denn ohne euch würde es diesen Podcast so überhaupt nicht geben oder zumindest nicht mehr. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Es gibt viel zu hören, auf jeden Fall. Ihr werdet auf jeden Fall Ohren zeugen, wie ich meine Bastelecke einrichte. Ich werde ein paar Interviews machen. Ich werde auf jeden Fall auch mal bei einem Workshop dabei sein. Und. Es gibt auf jeden Fall noch viel, was wir noch planen und was wir auf jeden Fall noch als Podcast-Folge umsetzen wollen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ich freue mich dann auf die nächste Ausgabe. Bis dann. Ciao, ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.